Hallihallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Medieval 2 Conquered World. Ja, ich hatte vorher Fraps ein bisschen pulverisiert. Also, Medieval 2 hat Fraps pulverisiert. Ich hatte die Aufnahme begonnen und dann habe ich gesehen, dass die FPS langsam runtergegangen sind und dass es, als es bei 1 angekommen ist, ist Fraps einfach abgestürzt. Okay. Gut, dann machen wir einfach mal wieder weiter und hoffen, dass es nicht abstürzt. Mein Herr. Und wir haben ja Davoa oder Davoao eingenommen, sind hier am Erforschen. Und jetzt wollen wir noch ein paar Einheiten ausbilden, auch wenn wir wenig Geld haben. Aber das kommt dann schon wieder rein. Das geht hier leider nicht so gut. Wir müssen dann noch Armeen sammeln für die anderen Gebiete dort unten. Und vielleicht gehen wir dann noch auf nach Afrika. Weil in Afrika hat es nur die Kongolesen. Und die haben nicht so gute Truppen. Ich muss überlegen, also ich muss wirklich überlegen. Hier haben wir halt nur die vom Ding mitgenommen. Da ist zum Beispiel einen Level, einen 4er Naginata-Trupp. Ah, hier tun wir ja die Armee. Eigentlich könnte man mit dieser Armee jetzt nach Afrika gehen. Weil wir brauchen unbedingt in Afrika eine Kolonie. Was denkt ihr? Die ist doch genug stark, oder? Ah, wir haben keine Ding. Wir gehen nochmals zurück. Und tun den mitnehmen. Weil sonst desertieren sie. Ich muss überlegen, Kongo muss irgendwo hier in der Mitte sein. Dann gehen wir doch am besten hier unten. Oder hier drüben. Genau, wir nehmen hier Tansania ein und arbeiten uns nach oben und nach unten. Ja, sehr gut. Es legt leider ein bisschen, irgendwie hat Fraps heute richtig Probleme. Aber ich hoffe nicht lange. So, die Musik ist auch irgendwie episch. Ist nicht ganz so wild, aber so Herr der Ringe mäßig. Das ist unser, wie heißt die obere Insel? Weiß ich jetzt nicht mehr genau, von Japan, unser Inselbewohner. Hier haben wir noch ein Erz, das müsste Schwefel sein oder Gold. Und hier unten erkunden wir Borneo, genau. Also machen wir mal weiter. Komm, nicht abstürzen bitte. Fraps, ich warne dich. Gut, jetzt bist du wieder nach oben. Aber bleib oben, nicht 2, nicht 14 FPS, nicht 1 FPS, nicht 16 FPS, nicht wieder 1 FPS. Ein Belagerungsexperte nehmen wir natürlich mit. Er ist auch Ronin. Ach komm schon. Okay, der Rat ist von eurem Führungsqualitäten beeindruckt und hofft, dass ihr dieses bescheidene Geschenk als Dank für eure Taten in der Vergangenheit und in Zukunft annehmen werdet. Ihr bekommt als Belohnung 3000 Gulden. Größte Seite? Wir sind schon die größte Seite? Die Grenzen des Reiches haben sich wahrhaft weit genug ausgebreitet, um ein augenscheinlich endloses Gebiet an Land zu umgehen. Ihr herrscht nun über das größte Gebiet aller Mächte in der bekannten Welt. Doch seid auf der Hut, es wird zunehmend schwerer, die Grenzen zu verteidigen, wenn euer Herrschaftsgebiet ausweitet. Kleinstand rechts, Xiaoyuan. Und das schauen wir an. Okay, eine Mauer können wir hier bauen. So.
Und ein neues Familienmitglied, Yoko-san Kuwada. So, in Kyoto können wir etwas Neues bauen. Da bauen wir am besten einen Jahrmarkt oder Fruchtfolge. Mit Fruchtfolge wird unsere Stadt schnell größer, das nehmen wir. Und hier eine Pagode nehmen wir auch. Xinjiang haben wir die Mauer, genau. Und diese Armee, genau, die geht nach unten. Natürlich. Und wir nehmen noch ein paar. Ach komm, irgendwie ist Webs momentan ein bisschen laggy. So. Wenn du hier hingehst, kann die nämlich nachschließen. Auf die Brücke. Bündnis Mamelucken Kongo-Reich. Oh, das ist jetzt nicht so gut. Nicht, dass die uns dann auch noch angreifen. So, wo haben wir denn hier Siedlungen für den Ding ein bisschen zu trainieren? So, und hier haben wir auch schon das Mogulreich. Sehr schön. Und mit dem können wir da auch ein bisschen weiter runtergehen. So, und Human. Wenn wir jetzt das Ding über... Okay, die haben nicht so gute Truppen. Ich denke, die werden uns nicht einfach so blind angreifen. So. Die kommen ja mit. Genau. Ja. Lager aufschlagen. Euer Wille geschehe. Habt ihr noch Loyalität? Ja, sehr schön. Sehr gute Loyalität. Das hört man gut und gerne. Und jetzt kommt wieder eine asiatische Musik, sehr schön. So, die Steuern ein bisschen erhöhen. Ich bin jetzt ein Steuerbetrüger. Huhuhu. Es laggt leider beim Scrollen. Schade. Moment kurz. Ich verstehe es nicht, dass ich ohne Fraps, also ohne Aufnahme, 80 FPS habe und mit Aufnahme manchmal unter 20. Ist doch gemein. Einen Spion, den brauchen wir hier nicht. Ja. Segel setzen. So, Dele. Eure Befehle? Ja. Ihr kommt mit. Und dann machen wir eine lange Schifffahrt. Oh, das geht so lange. Ich hoffe, der General stirbt nicht bis da. Mein Herr? Borneo müssen wir noch nicht erobern. Das kann warten. Wohin geht es? Wir brauchen zuerst hier noch ein paar Truppen, um hier das Reich einzunehmen, bevor es das Mongolreich macht. Und die sind ja da. Genau. So, was haben wir hier? Immer noch nichts. Was haben wir noch für Einheiten, die wir bewegen können? Diese, ah, die sind hier oben. Ja, Meister. Wie kann ich helfen, mein Herr? Mein König. Scheinbar gibt es wirklich wenige Einheiten von diesen. Ich hätte gedacht, das wären mehr. Hier vorne. Was hatten wir hier vorne? Ah, der ist wahrscheinlich gestorben. Komm, hier vorne war ich doch nie.
Hier oben ist immer noch ein Grafikfehler. Bei Grönland. Auf der Map. Ja. Können wir eigentlich schon weitermachen? Den haben wir ja. Den auch. So. J14. 14. So. Und nächste Runde. Und das geht auch wieder ein bisschen lagfreier. Aber bald habe ich ja Shadowplay und dann müsste alles ein bisschen besser gehen. Und wir sind erster Platz und dritter Platz. Und ein Aufstand. Jetzt plötzlich hier. Das ist nicht gut. Aber egal, auch wenn wir es verlieren, es ist egal. Dann holen wir es halt wieder. In Shenyang nehmen wir mal die Wege. Ja, die Wege. Shenyang ist da oben. Davao haben wir ja. So. Okay, Russland hat wahrscheinlich ein paar Probleme und haben dadurch einen Waffenstillstand geklärt. Und in Davao haben wir Aufstand, das haben wir ja gesehen. So, dann schauen wir mal in Indien, was es so gibt. Dann bewegen wir den da. Marschiert los! Ja, ja. Wenn ihr euch noch mehr verschlechtert, werde ich euch angreifen. Aber ich glaube, diese Siedlung ist hier schon eingenommen worden. Deshalb greifen wir die doch direkt an. Diese Pussis, Muschis. So. Wenn sie so Angst haben, dann kommen sie erst recht dran. Den Ort kann ich nicht erreichen, mein Ah, steht doch nicht immer im Weg herum. Morgen geht ihr zum Wir schauen mal nach oben. Hier ist wieder Russland. Und hier ist eine Rebellenstadt. Ulan-Ude. Ulan-Ude-Ude. Es gibt doch so ein Lied. Ude-Ude-Ude. Ude. Ute, Ute von der Weltmeisterschaft in Afrika, in Südafrika. Weiß es jetzt nicht mehr genau. Mein Herr? Baluaute. Ja, wie ihr wünscht, Kapitän. Ja, Kapitän. Werf den Anker. Oieieiei, die Russen kommen, die Russen kommen, die Russen kommen. Oieieiei, die Russen kommen, die Ruski-Mafia. Wessen Zeit ist abgelaufen? Oieieiei, die Russen kommen, die Russen kommen, die Russen kommen. Oieieiei, die Russen kommen. Und so, Nastrowie, und schon sind sie da. Ja, wir haben mal wenig zu tun. Was sollen wir noch tun? Wir könnten nochmals in ja, den Stammbau anschauen. Und was ist das? Ah, das ist der Erbe. Der Erbe wird um 1 wiederholt. Also, okay. Übersprungen. Aber wieso wird genau der Erbe? Weil er der Älteste ist wahrscheinlich. Ja, weil der Vater gleich alt wie der Ding war. Oder nein, hier, genau. Alter 33 und Alter 35, genau. Das Kind ist fast so alt wie der Vater. Autsch. Da ging irgendwas schief. Okay, wir haben sehr viele Agenten. Ah, hier.
Und wir haben einen sehr... Wir sind Erste insgesamt jetzt. Und Spanien hat irgendwas verloren. Hä? Was ist das andere Reich? Das Orange Reich ist... Ah. Heiliges Römisches Reich in Orange. Okay. Nein, eigene Auswahl. Alle Seiten. Militär. Da sind wir jetzt auch dritter Platz. Genau. In Produktion sind wir einsame Spitze. Gebiete sind wir erster Platz jetzt. In Finanzen sind wir immer noch oben. Bevölkerung sind wir einsame Spitze. Sehr schön. Und verbleibende Runden, ich habe die extra hochgestellt. Also nicht wundern. Damit wir auch ein bisschen chillen können und irgendwas mal machen können. Ohne die ganze Zeit alles zu erobern. Ich hoffe nur, dass diese Siedlung hier bleibt. Wir können nichts ausbilden, wir können nichts machen. Aber ja, das Rathaus. Und dann die Stuba am besten. Ah ja, genau, wegen der Religion. Das ist nicht so gut. Also. Ja, jetzt... Und hier kommt... Nein, wir wurden doch vertrieben. Ah, oh, wir müssen unbedingt besser das planen. Wir müssen das besser planen. Wir haben hier ja zu wenig Truppen. Dann werden wir... Ja, toll. Weißt du, die Ding bekommen natürlich Bonus immer die ganze Zeit. Wie ihr wünscht, Kapitän. So, geht ihr hier runter. Und hier noch ein paar... das ist nicht so gut, wenn die... Ach schade, jetzt hätte ich den runternehmen sollen. Genau, wir gehen einfach dorthin noch kurz und dann nehmen wir das mit einem großen... mit einer großen Armee wieder ein. Und Spanien ist natürlich jetzt die größte. Aber bald nicht mehr. Und ja, das ist... schon ein bisschen hart für uns, aber wir sind ja so schnell in Europa und haben das schnell wieder erobert. Und dann werden wir einfach Afrika mit der Zeit einnehmen. Ich glaube, es ist besser, wenn wir doch nicht sofort Afrika einnehmen, weil die Reisedauer ist einfach zu lang. Da müssen wir bessere Schiffe haben, also schnellere Schiffe. Müssen wir mal schauen, haben wir irgendwas, was anzeigt, wie viel wir segeln können. Leider nicht. Wenn wir Gegner hätten mit Schiffen, dann könnten wir solche Schiffe trainieren. Die Captain bekommen dann schnellere Bewegungsgeschwindigkeit auf dem Meer und so. Aber es gibt keinerlei, es gibt null, wirklich null Schiffe von den Gegnern. Also vielleicht in Europa ab und zu, wenn gerade der Seekrieg über eine Insel ist oder so. Aber ja, ich sehe jetzt